Heute möchte ich über ein finsteres Geheimnis des deutschen Staates sprechen. Es ist eine Sache, für die ich mich so richtig schäme und Sie vielleicht auch. Und am Ende des Videos erwartet Sie eine kostbare Überraschung, denn ich will in diesem Video nicht nur reden über Missstände, ich will selbst etwas gegen diese Missstände tun. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Mein Name ist Martin Wehle, Karriereberater und Buchautor. Wann immer ich höre, dass Deutschland ein reiches Land sei, dann ballt sich die Faust in meiner Tasche. Natürlich ist das wahr, wir sind ein reiches Land und natürlich ist das auch gelogen, denn dieses angeblich reiche Wir, das grenzt so unglaublich viele Menschen aus. Der Rentner, der morgens Zeitungen austrägt und danach im Müll nach Pfandflaschen wühlt, nur um mit seiner knappen Rente über die Runde zu kommen, dieser Rentner, der ist definitiv nicht reich. Mehr als 15 von 100 Rentnern in Deutschland, die sind laut der Statistik armutsgefährdet. Das Kind aus der Hartz-IV-Familie, das beim Klassenausflug zu Hause bleibt, das sich den Sportverein nicht leisten kann, das abgewetzte Klamotten trägt statt Markenkleidung und es deshalb schwer unter seinen Altersgenossen hat, dieses Kind ist definitiv nicht reich. Jedes fünfte Kind in Deutschland, das wächst in Armut auf. Die alleinerziehende Mutter, die sich um ihren Nachwuchs kümmert und damit fast automatisch aus dem Arbeitsmarkt herausrutscht und das völlig unverschuldet und in der Sozialhilfe landet, diese Mutter, die ist definitiv nicht reich. Von 10 Alleinerziehenden sagen 4, dass sie finanziell auf dem Zahnfleisch gehen müssen. Und wenn ich in der Statistik sehe, dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung in Deutschland nur 2,1% des Gesamtvermögens besitzt, die Hälfte nur 2,1, also etwa ein 25stel einer mathematisch gerechten Verteilung, dann kann ich definitiv sagen, die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist alles andere als reich. Fast jeder dritte Deutsche besitzt kaum Sparvermögen. Wenn die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht, dann ist er gelackmeiert oder er muss Schulden machen, woran dann wieder eine Bank richtig viel Geld verdient. Meine außergewöhnliche Überraschung am Ende dieses Videos soll hier eine kleine Abhilfe schaffen. Ich sage also, Deutschland ist angepinselt mit den Farben des Wohlstandes, aber wenn Sie an diesem Lack einmal ein bisschen kratzen, dann sieht es in diesem Land ganz anders aus. Wir nennen uns Sozialstaat, aber es geht hier unsozial zu. Und das wird jetzt eine kleine Aufgabe beweisen, die ich Ihnen stelle. Bitte nennen Sie mir einen deutschen Sozialpolitiker. Nur einen einzigen Namen mehr erwarte ich nicht von Ihnen. Und wer fällt Ihnen ein? Ich vermute jetzt mal einfach, niemand. Und der Grund dafür, der ist schnell erklärt, Sozialpolitik, die spielt in Deutschland keine Rolle mehr. Wir haben Außenpolitiker, Verteidigungspolitiker, wir haben Haushaltsexperten und wir haben Gesundheitsexperten. Aber wer kümmert sich denn noch ernsthaft um Sozialpolitik, um die Rechte der Schwachen, um die Rechte der Kranken, der Abgehängten? Es ist doch ein Hohn. Viele Jahre lang hat man den Sozialhilfeempfängern und den Rentnern in Deutschland gesagt, wir wissen, ihr habt wenig Geld zum Leben, aber mehr ist in der Staatskasse einfach nicht drin. Und jetzt? Jetzt kam Corona übers Land und auf einmal sind 1,5 Milliarden, das sind 1 Million Milliarden, das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Jetzt ist auf einmal eine unglaubliche Summe von 1,5 Milliarden da, obwohl die staatlichen Einnahmen weggebrochen sind. Mit einem winzigen Bruchteil davon hätte man dafür sorgen können, dass kein Kind in Deutschland mehr das Brandmal der Armut auf seiner Stirn tragen muss. Mit einem winzigen Bruchteil von dieser Summe hätte man alle Rentner auf ein lebenswürdiges Niveau heben können mit ihren Renten. Mit einem winzigen Bruchteil davon hätte man den Hartz-IV-Satz auf ein Niveau leben können, das ein Stück mehr dem Leben näher ist als nur dem Überleben. Warum sind solche Schritte in der Sozialpolitik ausgeblieben? Das finstere Geheimnis lautet, die armen Menschen sind vielen Politikern in diesem Land piepegal. Und Eigentum verpflichtet, dieser kostbare Satz aus unserem Grundgesetz, diese Richtschnur für Solidarität, hat das Papier nie verlassen. Unser Staat, der sich Sozialstaat nennt, ist in Wirklichkeit eher den Reichen verpflichtet als den Armen, eher der Wirtschaft als den Wirtschaften denn.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie einer der letzten und besten Sozialpolitiker Deutschlands, der kürzlich verstorbene Norbert Blüm, 2003 bei einem Parteitag von seinen eigenen CDU-Parteifreunden von der Bühne gebuht wurde. Die Mitglieder einer Partei, die sich immerhin christlich nennt, die haben den Blüm ausgepfiffen und als Herz-Jesus-Marxist bepöbelt. Denn er, der gelernte Werkzeugmacher, der Blüm hatte es gewagt, für die Rechte der Schwachen einzutreten und mehr soziales Denken von seiner Partei zu fordern, statt blind auf dem Pferd der Globalisierung ins Abendrot des Kapitalismus zu reiten. Pfui, du Verräter, Norbert! Dabei hatte Blüm nur ein großes Herz am rechten Fleck. Ich schätze den Norbert Blüm sehr und ich habe ihn persönlich kennengelernt und ich verbinde eine spannende Geschichte mit ihm. Falls Sie das interessiert, schreiben Sie gerne mal einen Kommentar. Ich könnte dann mal ein gesondertes Video über Blüm und über mich machen. So, und jetzt möchte ich Ihnen sagen, was in diesem Land los ist. Denn es ist traurig, aber wahr in Deutschland, wenn es darum geht, der Wirtschaft Fördergelder zuzuschanzen. Wenn es darum geht, größenwahnsinnigen Bankern mit Schutzschirmen eine Rettung zuzuschanzen. Wenn es darum geht, immer mehr Geld in Rüstung zu stecken, in Waffen, die am Ende des Tages für das Töten von Menschen und das Sprengen dieser ganzen Erde gemacht sind. Gerade hat Deutschland übrigens seinen Verteidigungs- bzw. Kriegsetat um 10% in die Höhe gejagt auf rund 50 Milliarden Dollar. Wenn es um solche Interessen geht, findet sich immer ein politischer Wille. Und wo ein politischer Wille ist, dort ist auch Geld. Aber was ist mit den Rechten der Schwachen? Sie sind aus der Mode gekommen. Arme Menschen leiden leise. Arme Menschen haben keine Lobby. Während jede große Firma, während jede Branche ein Heer von insgesamt 6.000 Lobbyisten in Berlin platziert, um Einfluss auf Politiker und auf die Gesetzgebung zu nehmen, haben die Armen eben kaum Interessenvertreter. Es lohnt sich nicht, für die Armen zu kämpfen, wenigstens nicht materiell. Interessenvertreter, Lobbyisten und Top-Anwälte, die zieht es meist dahin, wo das Geld ist. Und bei den Armen, tja, da ist halt einfach wenig zu holen. Ich sage Ihnen aber, der Reichtum einer Gesellschaft, der bemisst sich nicht daran, was die Reichsten besitzen, was die Firmen erwirtschaften, was die Millionäre auf ihren Konten haben. Nein, der Reichtum einer Gesellschaft, der spiegelt sich darin, wie diese Gesellschaft mit den Ärmsten umgeht, mit den Schwächsten umgeht, mit den Kindern umgeht. Bekommt jeder eine faire Chance? Kann jeder an unserer Demokratie teilhaben? Oder verteilen wir nur Almosen? Ehe ich Ihnen am Ende dieses Videos meine Überraschung präsentiere, mit der ich etwas helfen möchte, lohnt ein Blick auf die weltweiten Ursachen. Denn das Phänomen, das beschränkt sich ja nicht auf Deutschland. Warum sind arme Menschen immer mehr in den letzten Jahrzehnten an den Rand der Gesellschaft gerückt? Wenn Sie diese Entwicklung kennen, können Sie den Missstand besser einschätzen. Aus Wohlstand für alle, wie in der Wirtschaftswunder Bundeskanzler Ludwig Erhard einst versprochen hat, ist Wohlstand für einige geworden. Die Zahl der Abgehängten, die wächst durch Befristungen, Billiglöhne, durch Werkverträge und Leiharbeit, durch Outsourcing und Standortverlagerung. Und Eigentum verpflichtet offenbar in diesem Land zu gar nichts mehr, außer es zu mehren, zu mehren und zu mehren. Gedacht war das mal anders. Großkonzerne zu verstaatlichen und einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung, Zitat, einzuführen, das hatte nach dem Zweiten Weltkrieg sogar die CDU gefordert. Kein Witz, das können Sie nachlesen. Doch der rheinische Kapitalismus, der die große Teilhabe aller versprach, der wurde durch den reinen Kapitalismus ersetzt. Der US-Präsident Ronald Reagan und die britische Premierministerin Maggie Thatcher, die eröffneten Anfang der 1980er Jahre das Zeitalter des Neoliberalismus. Die öffentliche Hand, bis dahin schützend über die Bürger gehalten, die schob das Geld gezielt in die Taschen der Reichen. Konzerne wurden von Steuerlasten befreit, Vermögende mit Privilegien bedacht, Rechte von Arbeitnehmern ausgehöhlt und Staatsbetriebe der Privatwirtschaft einfach überlassen. In Deutschland war es Helmut Kohl von der CDU, der 1982 eine geistig-moralische Wende ausrief, es aber selbst mit der Moral nicht so genau nahm. Der Wirtschaft machte er den Hof, den Arbeitnehmern nur Dampf. Sie mussten sich von ihm als Faulpelze, als Bewohner eines, Zitat, Freizeitparks beschimpfen lassen. Solche Töne gefielen den Firmenlenkern. Kohl wurde mit Parteispenden überschüttet, einige so anrüchig, dass sie in schwarze Kassen flossen und er die Namen der Spender mit in sein Grab nahm.
Mit der Wiedervereinigung 1990 und mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten, da fühlte sich der Kapitalismus endgültig als Sieger im Rennen der Systeme. Während die Trabis noch hupend von Ost nach West rollten, rollte von West nach Ost schon eine Welle der Gier. Grundstücksspekulanten und Versicherungsvertreter, Kredithaie und Firmeneinkäufer, Haustürvertreter und Autohändler, die witterten einen neuen Markt mit unerfahrenen Verbrauchern, die leicht über den Tisch zu ziehen waren. Aus blühenden Landschaften, die Helmut Kohl den Menschen in der DDR versprochen hatte, wurden blühende Geschäfte und aus dem Kommunismus, der in der DDR geherrscht hatte, wurde ein Konsumismus, der aus dem Westen kam. Es wurde ein Leben angeregt, vorzugsweise auf Pump, wodurch die Banken prächtig verdienten. Und Kohls Nachfolger Gerhard Schröder von der SPD, Genosse der Bosse genannt, der setzte den Wirtschaftsschmusekurs unter rot-grüner Flagge fort. Ein Teil der Rentenversorgung wurde privatisiert, die sachgrundlose Befristung wurde eingeführt und die Parität bei den Beiträgen zur Krankenversicherung, die wurde zu Lasten der Arbeitnehmer aufgehoben. An diese Politik knüpfte Angela Merkel von der CDU nahtlos an. Und der weltweite Flurschaden nach über 35 Jahren Neoliberalismus, der ist gewaltig. Und die Kluft zwischen Arm und Reich, die öffnet sich zu einem Grand Canyon. Das Vermögen der oberen 1% kennt nur eine Richtung. Es wächst und wächst und wächst. Und das Vermögen der unteren 50%, das kennt auch nur eine Richtung. Es schwindet. In den USA, in Europa, rund um den Globus ist das so. Die Hälfte der Menschheit, die ist abgehängt. Woran das liegen könnte, hat Bert Brecht. Sein Bild hängt übrigens hinter mir, der Herr mit der Brille. Das hat er schon 1934 in seinem Kindergedicht Alphabet skizziert. Da heißt es: Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Wie lange noch wird die Mehrheit zuschauen, während eine Minderheit auf ihre Kosten profitiert? Ich fordere jetzt alle in Deutschland auf, die Politik und die Bürger und uns alle, mehr für die armen Menschen zu tun. Ein reiches Land, das sind wir nämlich erst dann, wenn auch alle Rentner würdig leben können, wenn auch alle Kinder würdig leben können, wenn auch alle Alleinerziehenden würdig leben können. Eine Demokratie, die ist immer nur so reich, wie es ihre ärmsten Menschen sind. Und Wohlstand dürfen wir nicht länger an der Spitze des Berges messen, sondern immer im Tal. Es gibt da viel zu tun in Deutschland, sehr viel sogar. Wir brauchen wieder Politiker wie Norbert Blüm, Politiker, die sich wirklich für die Rechte der Schwachen einsetzen und die für die auch eintreten, wenn die Geldsäcke nicht damit einverstanden sind und wenn die Parteispenden zurückgehen. Lassen Sie uns das anpacken, für die Armen etwas zu tun. Und ich will jetzt in diesem Video, wie versprochen, den ersten Schritt gehen und ich verschenke hiermit 9 Videokurse, Bewerben mit Erfolgsgarantie im Bruttogesamtwert von über 1000 Euro. Und ich verschenke die an Menschen, die auf der Jobsuche sind und die sich den Kurs sonst nicht leisten können. Bitte schreiben Sie mir kurz eine Mail an info@karriereberater-akademie.de und wirklich nur dann, wenn Sie finanziell sehr schlecht gestellt sind. Ich werde das übrigens nicht überprüfen. Ich finde es demütigend, dass Arme ihre Armut auch noch nachweisen müssen. Ich vertraue ganz fest darauf, dass die Zuschauer meines Kanals den bedürftigen Menschen in diesem Fall den Vortritt lassen. 3 Tage nach Erscheinen dieses Videos werde ich aus allen Einsendern 9 Menschen ziehen lassen, von denen jeder einen Kurs im Wert von 112,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer geschenkt bekommt. Ich drücke allen, die es gebrauchen können, jetzt ganz fest die Daumen. Dieser Videokurs, der hat schon vielen, vielen Menschen geholfen, auch Langzeitarbeitslosen wieder in Jobs zu kommen. Mögen die Richtigen Glück haben. Ich hoffe, dass ich mit diesen 1000 Euro einen kleinen Beitrag zu dem leisten kann, was ich in diesem Video einfordere, nämlich mehr Solidarität. Denn wir müssen nicht nur reden, wir müssen alle handeln. Und wenn es Ihnen finanziell gut geht und Sie mein Engagement an diesem Kanal unterstützen wollen, dann freue ich mich sehr, wenn Sie einen meiner Videokurse kaufen, zum Beispiel das Personal Power Paket für Ihre Rhetorik und für Ihre Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Kurs, der Sie so richtig weiterbringt und Sie unterstützen mich dabei, diesen Kanal weiter zu betreiben. Ich freue mich so richtig, wenn Sie den Kanal mit Glocke abonnieren. Nur mit Glocke erfahren Sie, wenn ein neues Video erscheint. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Behrle.